Wer weiß denn sowas hier im Ersten? Sie können gerne auch in der App mitspielen, wenn Sie möchten. Und wenn Sie noch nicht auf Ihrem Mobiltelefon haben, schnell noch runterladen. Das macht auf jeden Fall Spaß und Sinn. Und wir werden ganz viel Spaß haben mit unseren beiden heutigen Gästen. Beide sind das erste Mal da. Und sie sind beide sehr, sehr ehrgeizig, haben sich viel vorgenommen. Sky-Moderatorin Laura Winter, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Und gleichzeitig auch noch, und das macht das Duell ja so besonders, Freundin, Lebensgefährtin von Jonas Hofmann. Ja. Profifußballer bei Borussia Mönchengladbach, Nationalspieler. Und du hast studiert, nicht ganz zu Ende. Hast eine Radiokarriere bereits hinter dir. Ja. Jetzt bei Sky. Genau, was machst du, was moderierst du alles bei unserem befreundeten Sportsender? Ja, bei Sky Sport News moderiere ich die tagesaktuellen Nachrichten. Mhm. Immer so um die 4-5 Stunden tagtäglich, was so in der Sportwelt passiert. Immer mal wieder haben wir auch Talkgäste da, sprechen über Fußball, über Tennis, über Handball. Also da ist vieles geboten auf jeden Fall. Machst du selber Sport? Ich selbst spiele Tennis. Mhm. Jetzt ja, schon seit ich 13, 14 Jahre alt bin, okay. Also schon eine ganze Zeit lang. Hab früher auch getanzt, also ja. Okay. Wenn du noch eine Hockey-Expertise brauchst, die könntest du bei Bernhard finden. Ne? Ja? Also, wir sind sehr gespannt. Viel Spaß euch beiden. Laura Winter und Bernhard. Und Jonas, herzlich willkommen. Jonas Hofmann. Hm? Wie alt warst du, als du mit dem Fußball angefangen hast? Uff, ich 3-4 Jahre, denke ich mal. Erster Verein? FC Roth. Es ist mein Heimatdorf, Heimatverein, wo ich auch aufgewachsen bin. Mhm. Dann warst du in der Jugend bei TSG Hoffenheim? Genau, ja. Sieben Jahre lang. Ja. Dann ging es zu Borussia Dortmund, jetzt Borussia Mönchengladbach, Nationalmannschaft. Ja. Immer schon auf der Position gespielt, auf der du jetzt am meisten zu sehen bist? Ich muss echt sagen, es hat sich ein bisschen durchgewechselt. Also da war ich wirklich von Stürmer bis zur Sechserposition und jetzt neulicherweise bei der Nationalmannschaft Rechtsverteidiger ist er auch noch dazu gekommen. Also sehr abwechslungsreich gewesen bisher. Ja, man muss heute flexibel sein. Ja, dann toi, toi, toi. Wir werden sehen, wer die Sendung dann für sich entscheidet. Ich bin sehr gespannt. Ja. Also viel Spaß. Und apropos Wohlfühlen, weil Wohlfühlen sollen sich unsere Gäste ja unbedingt hier bei uns. Wussten Sie eigentlich, dass laut einer aktuellen kanadischen Studie es bei Unwohlsein schon hilft, alleine 10 Minuten einen Hund zu streicheln und man fühlt sich signifikant besser? Hunde haben eine sehr gute positive Wirkung. Hängt das nicht vom Hund ab? Naja, ja. Ich habe schon Hunde gesehen, da... Die möchtest du nicht 10 Minuten streicheln. Nein, aber du weißt, über welche Hunde wir reden. Über die ganz Süßen reden wir. So, jetzt gucken wir über die Publikumsverteilung. Wir haben hier ja auch Fans für beide Teams. Hinter Laura und Bernhard heute 61 Zuschauerinnen und Zuschauer. Hinter Jonas und Elton 59. Alles ist gesagt, wir können loslegen. Hier sind die heutigen 12 Kategorien. Hier ist die Wand. 12 Kategorien heute sind Sehenswürdigkeiten. In der Küche, Schlagzeilen, Autokauf, damals, Nachthimmel, Fragezeichen, Zahlen bitte, London, Clever, Musik und Essig und Öl. Laura und Bernhard haben einen leichten Vorsprung bei den Zuschauern und Zuschauern. Das heißt, ihr dürft die erste Kategorie auswählen. Jede richtige Antwort 500 Euro und beide Teams an einem Publikumsjoker. Was lacht dich denn an, außer Musik? Ist mir alles egal. Okay, dann standen wir doch mit in der Küche. Ja, in der Küche ist gut. Mhm. Die erste Frage. Wer den Fleischersatz Seitan selbst herstellen möchte? A. Kocht Maisgrieß auf, presst ihn aus und lässt ihn fermentieren. B. Wäscht Teig aus Weizenmehl und Wasser aus und kocht ihn. Oder C. Lässt Paste aus Sojabohnen auf einem flachen Teller trocknen. Ich traue es mich gar nicht zu sagen, ich bin Vegetarierin. Mhm. Ich sollte es eigentlich wissen. Wohl wahr. Also ich würde C ausschließen. Ich würde sagen, entweder Maisgrieß, presst ihn aus und lässt ihn fermentieren. Wäscht Teig aus Weizenmehl, das ist... Nee. Also meine Tendenz wäre, kocht Maisgrieß auf, presst ihn aus und lässt ihn fermentieren. Hast du eine Tendenz?
Also ich würde eher dir vertrauen als mir. Mhm. Mein Gefühl würde eher C sagen, aber ich bin mir sicher, dass das jemand aus dem Publikum war. Aber ein ahnungsloses C. Ich würde, wenn wir beide es nicht wissen, sollten wir das Publikum fragen. Und sonst nehmen wir das, was du denkst. Okay, dann machen wir das doch so. Uiuiuiui. Oh. So. So. Wir kommen mit Mikrofon. Eine Sekunde. Darfst gerne die Maske abnehmen. Damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wie heißt du? Lukas. Hallo Lukas, woher kommst du? Aus Mettmann. Mettmann bei Düsseldorf. Was machst du? Ich studiere. Was denn? Wirtschaftsingenieurswesen. Okay. Wirtschaft, und, gut. Da gibt's Essen. Ja. Und du hast schon mal eine Berührung mit Seitan gehabt? Nee, tatsächlich noch gar nicht. Aber ich meine es gesehen zu haben, wie das hergestellt wird. Und ich meine tatsächlich, das wäre Antwort B. Okay. Okay. Weißt du noch, in welchem Zusammenhang das kam? Da gibt es eine Influencerin, die vegan sich mit Veganismus beschäftigt und das dann, meine ich, so zubereitet. Siehst du, den sozialen Medien wird immer so viel Schlechtes nachgesagt, dabei sind das Bilder. Ja, ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ja. Seitan besteht aus nur zwei Zutaten, Weizeneiweiß, auch Gluten genannt, und Wasser. Seitan ist ein guter Eiweißlieferant bei einer vegetarischen oder veganen Ernährung. Um ihn selbst herzustellen, werden Wasser und Weizenmehl zu einem geschmeidigen Teig geknetet. Nach einer Ruhezeit von etwa 30 Minuten wird der Teigklumpen in Wasser ausgewaschen, bis das Wasser klar ist. Bei diesem Prozess wird ein Großteil der Stärke ausgespült und es bleibt nur das nicht wasserlösliche Gluten zurück. Anschließend wird der Teig in Brühe gekocht, bis eine schnittfeste Masse entsteht. Dann kann der entstandene Seitan gewürzt und weiterverarbeitet werden. Also, vielen Dank. Beste Unterstützung ist nichts für Menschen mit Glutenunverträglichkeit. Ja, aber richtige Antwort, die ersten 500 Euro. Eingesetzt. Ja, perfekt. Perfekt. Danke. Womit wollt ihr starten? Erste Kategorie für euch. Wir nehmen Schlagzeilen. Okay. Als ein Ehepaar aus New Jersey im Jahr 2021 anlässlich einer jährlichen Tradition zum 34. Mal ein Fischrestaurant besuchte, A, vererbte ihm der Restaurantbesitzer spontan das gesamte Lokal, B, fand es beim Muschelessen eine wertvolle Perle, oder C, wurde ihm von Ed Sheeran und Lady Gaga ein Ständchen gesungen. Also A, da wäre ja sehr spendierfreudig gewesen, sag ich mal. Oder er hat vorher Lotto gewonnen oder sowas und hat einen Haufen Kohle gehabt. Das würde ich, glaube ich, eher. Ich fand das beim Muschelessen eine Welt. Also, mein erster Gedankengang ging nach C. Weil die machen das doch ganz gerne mal, dass dann so Künstler jemanden überraschen, dann fällt ein Vorhang und die singen auf einmal ein Ständchen. Ja, das finde ich auch. Vor allen Dingen, die gehen jedes Jahr dahin. Und dann hat sich vielleicht der Besitzer gedacht, ich mache den Überraschung. Mich wundert halt nur, dass es zwei sind. Ne? Also würde da jetzt nur Ed Sheeran stehen, hätte ich das auch sofort genommen. Aber Ed Sheeran und Lady Gaga. B ist mir aber auch zu, in Anführungszeichen, zu normal. Ja, es ist dauernd. Findest du nicht dauernd beim Muschelessen Perlen? Hm. Ganze Zahnlücken dadurch. Also B oder C. Und da finde ich C noch mit am coolsten. Aber es ist eine Schlagzeile, weißt du? Eine wertvolle Perle, gut, wie wertvoll kann eine Perle sein? Also das ist schon was Besonderes. Mich wundert halt, warum macht man denn die Frage so kompliziert? Deswegen würde ich B in der Hinsicht ausschließen. Die gehen jedes Jahr dahin, weil sie vielleicht Hochzeitstag haben, weil sie sich da vielleicht kennengelernt haben. Keine Ahnung. Und da passt wiederum C, weil sonst warum... Also mein erstes Bauchgefühl ging nach C. Man sagt ja oft, man soll nach Bauchgefühl gehen. Deins auch, oder? Ja, mich wundert halt, dass es beide sind, aber warum nicht? Ja, komm, wir riskieren C. C? Ja. C, okay. Dann schauen wir mal, ob diese Antwort Gaga ist oder stimmt. Als das US-amerikanische Paar Mariah und Michael Stressler 2021 anlässlich einer jährlichen Tradition zum 34. Mal in ein Restaurant in New Jersey gingen, bekamen sie bereits bei der Vorspeise mehr als erwartet. In einer der bestellten Muscheln befand sich eine 8,8 mm große Perle. Experten schätzen ihren Wert auf mehrere tausend US-Dollar. Das Paar entschied sich dafür, die Perle zu behalten. Ah.
Es bleibt erstmal bei 0 Euro. Aber auch mit Rückständen muss man umgehen können. Absolut, kann man sehen. Entscheidung fällt bei uns immer erst ganz, ganz. Nächste Kategorie für euch. Ich lasse dir den Vortritt diesmal. Autokauf. Oh. Okay. Das hat man bestimmt mal gehört in irgendeinem Verbrauchermagazin. Ein Auto darf nur dann als fabrikneu bezeichnet werden, wenn es A. noch auf keiner öffentlichen Straße bewegt wurde, B. vom Käufer direkt im Werk abgeholt wird oder C. zur Überführung weniger als 1000 Kilometer gefahren ist. Also A kann ja schon mal nicht sein, weil die werden doch immer erstmal getestet auf öffentlichen Straßen, oder? Oder ist das nicht so? Naja, das Modell wird getestet, aber wenn die von der Werkstatt kommen, dann kommen die irgendwie, keine Ahnung, von der Werkstatt auf den Zug, auf ein Schiff, auf den Zug, auf den Transporter, aufs Gelände. Mhm. Und ich habe mal ein Auto gekauft und da ist bei der Bestellung was schiefgegangen und da ist anstatt Automatik hatte ich einen Schaltwagen. Mhm. Was dazu führte, dass ich beim ersten Startversuch der Wagen gehörig ruckelte, weil ich natürlich die Kupplung nicht getreten hatte und dann das D suchte und nur ein R fand und viele Zahlen. Ich schlug dann vor, den Wagen einfach so lange zu behalten, bis der neue da ist und dann rasteten alle aus. Nein, 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 sie verlassen auf gar keinen Fall dieses Gelände. Also der Wagen durfte nicht vom Gelände runter. Deswegen also, wäre ich bei A, dann ist er fabrikneu. Okay. Sonst ist er gebraucht, wenn du also das erste Mal das Gelände verlassen hast. Wenn du das sagst. Also wäre ich bei A. Es kann natürlich auch sein, dass fabrikneu wirklich das die sind, wo du dir... Aber selbst wenn du... Also, ich sag mal so, die Autos, die du dir im Werk, in einem deutschen Werk abholst, sind ja nicht immer genau dort auch gebaut. Also, es kann auch B sein, aber ich bin eher für A. Okay, dann machen wir A. Mhm. Ja. Nehmen eher A. Mhm. Ja, habe ich ja gut zu wissen, was es bedeutet, fabrikneu. Die Bezeichnung fabrikneu ist rechtlich bindend. Damit ein Auto als fabrikneu gilt, müssen verschiedene Kriterien eingehalten werden. So muss zum einen das Fahrzeugmodell zum Zeitpunkt des Kaufvertrages unverändert weitergebaut werden. Ferner dürfen durch die Standzeit keine Mängel am Fahrzeug entstanden sein und zwischen der Herstellung und dem Verkauf nicht mehr als 12 Monate liegen. Zudem muss ein fabrikneues Auto unbenutzt sein. Als unbenutzte Fahrzeuge gelten auch solche, die nur zur Fahrzeugüberführung gefahren wurden und dabei eine Strecke von weniger als 1000 Kilometer zurückgelegt haben. Also wären die doch vorher gefahren. Ja. Es bleibt bei 500 Euro. Die beiden halten es spannend, ihr könnt ausgleichen. Oh. Ja. Was wollen wir nehmen? Wie wäre es mit Nachthimmel? Ja. Hm? Aber du bist darin gut, Juni, oder? Ja, ich bin da, ich muss sagen, ich bin interessiert so ein bisschen. Also, dann ist ja alles gut. Aber es geht um Polarlichter. Oh. Das ist nämlich auch die Frage. Polarlichter, A, können akustisch wahrgenommen werden, B, beeinflussen Herzschrittmacher oder C, riechen nach verbranntem Speck? Also C, wer hat schon mal daran gerochen? Ich noch nicht. Also C ist echt sehr, sehr merkwürdig. Riecht nach verbranntem Speck. Vor allen Dingen, ja, du hast vollkommen, wie willst du das riechen? Weil du siehst ja die in der Ferne, du stehst ja nicht direkt da unter oder da über. Finde ich jetzt auch ein bisschen merkwürdig. Akustisch wahrgenommen werden. Sind Polarlichter, hat das nicht was mit Sonnendings was zu tun? Ist das, vom Bauchgefühl war ich irgendwie sofort bei B. Ich auch. Aber ich... Gut, akustisch, also, ich glaube, dass die Wissenschaft... Ja, da die Frage ist, können akustisch wahrgenommen werden? Was heißt das? Kann ich das hören? Kann das ein Hund hören? Gibt es ein Messgerät, das das dann aufnimmt? Also das finde ich so ein bisschen... Ich glaube nicht, dass du ein menschliches Gehör... Also dann ist es eher eine so eine Art Wind oder sowas. Schnell. Aber vom Bauchgefühl hatte ich sofort B im Kopf. Hm. Ja, war auch mein erstes Bauchgefühl. Wir nehmen B. Okay, wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, ja, bitte, bitte, bitte halten Sie sich von den nördlichen Ländern fern. Polarlichter entstehen durch Sonnenwinde, wenn energiegeladene Teilchen der Sonne an den Polen auf Moleküle der Erdatmosphäre treffen. Wenn sich das Temperaturgefälle in der unteren Atmosphäre in ruhigen, klaren Nächten umkehrt, kann die Luft nicht weiter aufsteigen. Es bildet sich auf 60 bis 400 Metern Höhe eine sogenannte Inversionsschicht, eine Art Deckel. Unterhalb des Deckels ordnen sich negative Ionen an. Gleichzeitig gelangen durch den Sonnenwind verstärkte elektrische Leitfähigkeit in der oberen Atmosphäre vermehrt positive Ionen an den oberen Rand der Inversionsschicht.
Wenn sich die elektrische Spannung, die dazwischen entsteht, plötzlich entlädt, wird ein mit bloßem Ohr vernehmbares Knistern, Knacken oder Knallen erzeugt. Habe ich tatsächlich schon gehört. Ist so, ist sehr deutlich wahrnehmbar. Ah. Ja. Bleibt erstmal bei 0 Euro. Vielleicht stimmt was mit unserem Bauchgefühl nicht. Nächste Kategorie. Such du besser aus. Okay. Autokauf war nicht so gut. Wir machen Musik. Ja. Hm? Ah, ja, klar. Ja, klar. Musik ist genau, ja, mach dein Ding, ne? Vielleicht haben wir ja Glück. Oh, das wird den Eltern ärgern. Ah, dann ist es. Was ist auf Peter Gabriels drittem Soloalbum aus dem Jahr 1980 zum ersten Mal zu hören? A. Ein mit Autotune bearbeiteter Refrain. B. Ein Scratch mit einer Schallplatte. Oder C. Der typische 80er Jahre Schlagzeugeffekt Gated Reverb. Ja, genau meine Zeit. Hast du irgendeinen Fall? Aber du warst ja nun auch lange beim Radio. Ja, das stimmt. Meine alten Radiochefs werden sich jetzt auch denken, das muss sie eigentlich wissen. Autotune ist ja jetzt erst so ein Ding, oder? Das, ja, das war damals doch noch nichts. Wer hat denn damit so, das Cher, die damit gesungen? Das sind ja immer so komisch klingt, die das ganz extrem. Ich würde A ausschließen. Ja, bin ich bei dir. Ein Scratch mit einer Schallplatte, das war bestimmt schon vorher irgendwo mal zu hören, oder? Ich wüsste auch nicht, ob das so passt, Peter, zu ihm von der Musik. Ich bin vom Gefühl bei C, aber ich... So ein Schlagzeugeffekt. Ja, das ist so... Was ist denn Gated Reverb? Keine Ahnung. Dann auf einmal so richtig laut wird, abgeht. Ja. Was hat man denn so in den 80ern gehört? Sowas. War doch eine wilde Zeit, oder nicht? Ich wär vom Gefühl bei C. Das macht einfach Sinn. C. Wir nehmen C. Okay. Phil Collins. Da ist es auch zu hören. Bei In the Air Tonight zum Beispiel. Musikproduzent Hugh Padgham arbeitete 1979 mit Peter Gabriel an dessen drittem Soloalbum. Für den Eröffnungstitel Intruder wurde Gabriels ehemaliger Genesis-Bandkollege Phil Collins als Schlagzeuger engagiert. Versehentlich öffnete Padgham während der Aufnahme ein Mikrofon, das eigentlich zur Kommunikation während der Aufnahme gedacht war. Das Schlagzeug bekam über diesen Kanal einen besonderen Nachhall, Englisch Reverb. Als Gated Reverb wurde er einer der beliebtesten Effekte und beeinflusste die Musik der 80er Jahre maßgeblich. Krass. Den richtigen Schluss gezogen. 1000 Euro. Musik. Ich hätte es nicht gewusst. Ganz gut so. Ja, umso Musik, besser. Das ist hier safe. Ja. Es wird Zeit für einen Anschlusstreffer. Ja, clever. Das ist auch gut fürs Passt Publikum. Zu uns auch irgendwie. Ja, das ja, läuft jetzt. Passt genau, nächste Frage passt auch zu euch. Mit Hilfe eines Glätteisens. Oh nee. A. Und Natron können Make-up-Pinsel ohne Wasser gereinigt werden. B. Kann der Luftdruck von Autoreifen kontrolliert werden. Oder C. Lässt sich eine Flasche mit Korken öffnen. Also zunächst einmal, mit Natron geht alles. So. Ich würde jetzt B, warum auch immer, B erstmal ausschließen, weil den Luftdruck des Autoreifens kann kontrolliert werden. Was heißt das? Ist der zu viel, zu wenig? Was machst du da mit dem Glätteisen? Das ist doch dieses Ding, das so auf und zu geht. Wie willst du denn da den Luftdruck kontrollieren? Das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Macht wenig Sinn, ja. Lässt sich eine Flasche mit Korken öffnen. Also wenn du was heiß machst, okay, ans Glas, aber dann wird das Glas weich und wie geht dann trotzdem der Korken raus? Ich finde aber auch A komisch. Mein Bauchgefühl. Sagt C, weil ich weiß nicht, ob sich Glas, wenn du Glas erhitzt, ob sich das Glas nicht, wie sagt man dazu, dass das atmet oder dass sich das... Also normalerweise bei Hitze zieht sich das doch
zusammen. Das Einzige, was ich mir bei C vorstellen kann, ist, wenn du da heißes Glätteisen ranpackst, das wird heiß und du ziehst es wieder auseinander, dann ziehst du auch das Glas mit auseinander, dann fällt der Korken rein. So, nochmal kurz über A nachdenken. Also, ich habe Natron, Pulver. Das packe ich auf den Make-up-Pinsel und dann mache ich das Glätteisen. Wenn ich das heiß mache, dann verbrennt doch der Pinsel. Also, oder schützt das Natron das? Also, ich finde alle Möglichkeiten total bescheuert. Vielleicht am ehesten tatsächlich noch C, aber selbst das finde ich total blöd. Und deswegen möchte ich das nicht entscheiden, welche blöde Antwort hier richtig ist. Wollen wir das Publikum fragen? Wir fragen ja. Okay, wir fragen es wohl. Guck mal, da meldet sich. Oh. Das ging richtig schnell. Ja, drei Leute sogar. Deine Hand war schnell oben, ne? Ja, aber von der Dame auch. Und entschuldige bitte. Wenn ja, nichts gegen seine Frisur. Ja. Tut mir leid. Aber ich glaube, mit Glätteisen kennen sich wahrscheinlich eher die Damen aus. Okay. Nichts gegen dich. Ja? Okay. Also, wir kommen mit dem Mikrofon. Eine Sekunde, wir sind bei dir. Thorsten hier vorne. Genau. Hallo. Wie heißt du? Mona. Woher kommst du, Mona? Aus Achberg. Das ist bei Lindau am Bodensee. Okay. Extra für die Sendung nach Hamburg gekommen? Ja, ein kleiner Urlaub. Danke, Mona. Hast du ein Glätteisen zu Hause? Ja. Okay. Ich habe es noch für keine der Varianten benutzt, aber ich würde C vermuten. Weil ein Glätteisen wird ungefähr 200 Grad heiß, also da kann kein Glas schmelzen. Das müsste ja mehrere tausend Grad sein. Und dass das erwärmt wird, vielleicht erwärmt sich die Luft innen drin. Oder es gibt ja auch den Trick, wenn ein Korken nicht mehr reinpasst, kann man den in kochendes Wasser tun, damit er die Flasche wieder verschließt. Ah. Also dass das dann, dass der Korken irgendwie rausgeht. Ich hoffe, das, das macht Sinn. Mona, ja, das hat sich alles super angehört. Ja. Also dann muss es jetzt nur noch richtig sein, wir haben C als Antwort eingeloggt. Mit einem Glätteisen können nicht nur Haare gestylt werden. Auch in der Küche kann es hilfreich sein, wenn kein Korkenzieher zur Hand ist. Das eingeschaltete Glätteisen wird rund um den Flaschenhals an das Glas gehalten. Die sich zwischen dem Korken und der Flüssigkeit befindliche Luft wird erhitzt und dehnt sich aus. Dadurch wird auch der Korken nach oben gedrückt und lässt sich so entfernen. Mona, deshalb konnte man das nicht erklären. Ja, Und Elton, sag du noch mal, das war kein gescheiter Tipp. Ja, doch. Ja, ich nehme alles zurück. Es kann so einfach sein. Und die ersten 500 Euro. Was man hier nicht alles erfährt. So was machen wir. Ja, komm, wenn du aussuchst, kann ich sogar Musik. Also, wovon soll ich Angst haben? Hast du schon ein paar Sehenswürdigkeiten mit gesehen? Mit Zahlen kannst du auch. Ich habe schon mal Sehenswürdigkeiten gesehen. Wollen wir es probieren? Ja. Ja? Okay. Machen Sehenswürdigkeiten. Okay. Sehenswürdigkeiten. Der buddhistische Wat Pamaha Chedi Gao Tempel in Thailand. Essig und Öl. Essig. Besteht aus über 1,5 Millionen Bierflaschen. B. Besitzt einen Supermarkt, ein Fitnessstudio und eine Bank. Oder C. Wurde aus Teilen eines abgerissenen Schlosses an der Loire erbaut. Puh. Okay. Also, Buddhisten trinken kein Bier, oder? Warum sollen da Bierflaschen sein? Oder es ist vielleicht so? Vielleicht deswegen, dass die den gebaut haben aus alten Bierflaschen. Also es gibt ja Leute, die sowas machen. Ja. Aus Flaschendingen. Ich habe Bilder im Kopf von Gebäuden, die aus Bierflaschen und so gebaut sind. Weil das sieht natürlich auch schön aus, wenn das Licht dann reinfällt. Mhm. Besitzt einen Supermarkt, ein Fitnessstudio und eine Bank. Das wäre ja hier das wär so, ein Luxushotel schon. Ja, also das würde ich ausschließen. Ja. Also und auch C, also überlegt man dann, also die Franz, das müsste ja dann, die waren, glaube ich, keine französische Kolonie, sondern eher englisch da unten, also britisch, das heißt. Das, kommt das also, dahin? Ja, warum fahren die das komplett rüber, um dann einen Tempel daraus zu bauen? Ja, es macht schon, also ich glaube auch eher, vielleicht hat man gedacht, man recycelt das, das sieht vielleicht richtig cool aus, vielleicht hat man das Glas ja auch geschmolzen. Da steht jetzt, ne, kann ja auch der Fall sein. Da legen sie die Temperatur sehr hoch. Mit 200 Grad kommst du da nicht mit dem Glätteisen. Also bei uns geht das ja schnell. Ja. Und ich meine, Biertempel gibt es in München auch ein paar. Oh Gott. Der buddhistische Wat Pamaha Chedi Gao Tempel liegt im thailändischen Landkreis Kunhan.
Die Geschichte des auch als Tempel der Millionen Flaschen bekannten Gebäudes begann Mitte der 1980er Jahre, als Mönche die lokalen Behörden baten, leere Glasflaschen bei ihnen abzugeben. Im Recycling-Gedanken nutzten die Mönche die Flaschen als Baumaterial für den Tempel und vergrößern ihn auch heute noch durch weitere Gebäude und Anbauten aus alten Flaschen. Alles richtig hergeleitet, 1500 Euro. Bin immer London. Ja. Versuchen wir es. Beim bis 2017 regelmäßig stattfindenden Streak for Tigers in London. A. Fuhren die Bezirksbürgermeister ein Kartrennen im Tigerkostüm. B. Liefen Nudisten mit Körperfarbe bemalt durch den Londoner Zoo. Oder C. Wurden die Zebrastreifen nachts von Künstlern bunt übermalt. Streak for Tigers. Das ist aber auch nicht. Oh, du liebes bisschen. Ja, ja, ja. Also, die Betriebsbürgermeister fuhren ein Kadrin im Tigerkostüm. Weil, also, für einen guten Zweck. Ja, warum nicht? Liefen Nudisten mit Körperfarbe mal durch den Londoner Zoo. Das finde ich jetzt so ein bisschen. Aber das ist ja, also das ist ja eine Zeit lang schon in gewesen, dass man so seinen Körper bemalt und dann auch, keine Ahnung, mal. Das, ja, ja. Ich weiß, wie heißen denn die Zebrastreifen in England anders? Zebra. Streifen. Zebra Streifen. Don't cross the street here. Take the zebra stripes. Also ich glaube, A halte ich ein bisschen zu viel verrückt. Ja, aber die Engländer, weißt du, ne? Ja, die Engländer sind schon sehr verrückt. Was sagt denn dein Bauchgefühl? Mein Bauchgefühl sagt C. Ja. Frage ist halt nur, warum halt nachts? Dann müssen die Licht aufbauen und das dann übermalen. Gut, ich glaube nicht, dass die tagsüber die Straßen sperren, damit, oder? Vor allem nicht in London, wo. Damit die das malen können. Wo Chaos, Autochaos herrscht wahrscheinlich den ganzen Tag über. Ja, jetzt machst du es mir noch schöner, das C. Ja? Ja. C. C. Entscheidung ist gefallen. Von 2013 bis 2017 richtete der Londoner Zoo jährlich eine Veranstaltung der besonderen Art aus. Um auf das Aussterben der bedrohten Sumatra-Tiger aufmerksam zu machen, fand im Sommer abends nach offizieller Schließung des Zoos ein Spendenlauf statt. Der sogenannte Streak for Tigers. Die Teilnehmer joggten nackt und als Tiger bemalt durch den Zoo. Gegen eine Startgebühr von 20 Pfund erhielten sie Tigermasken und Fellohren, trugen ansonsten aber nur Laufschuhe. Das Geld, das erlaufen wurde, kam dem Artenschutz zugute. Falls ihr mal wieder damit konfrontiert werdet, also to streak, wo es sie auch nicht heißt, im Englischen einfach in der Öffentlichkeit nackt herumlaufen. Es bleibt bei 500 Euro. Also was ich cool fand, die waren ja super angemalt, aber im Schambereich haben sie unscharf gepinselt. Das hat ja, ja, ja. Wir haben noch damals das Fragezeichen, Zahlen bitte und Essig und Öl. Dann nehmen wir das Fragezeichen. Wir nehmen das Fragezeichen. Irgendein Tod muss man sterben. Die sogenannte Malamparty-Klassifikation hilft A. Finanzämtern bei der Steuererstattung, B. Ärzten bei der Narkosevorbereitung oder C. Eventplanern die Ticketanzahl für eine Konzerthalle zu berechnen. Malamparty-Klassifikation. Für mich klingt das nicht nach einer Abkürzung. Weil eine Malamparty-Klassifikation, das wäre so, also bei der Steuererstattung jetzt zum Beispiel. Mhm. Was? Also Malam, das ist keine Abkürzung, da stecken für mich auch keine Worte drin. Nee. Ich kann mir vorstellen, es gab einen Dr. Malamparty, der war Anästhesist in den 60er Jahren. Okay. Entweder an der Charité oder an irgendeinem ganz tollen College in der USA. Und der hat die Patienten klassifiziert. Okay. Viel, wenig, scheißegal. So, das so. Oder guck selber, wie du den. So. Das wäre so meine. Also, ich finde deine Geschichte echt überzeugend. Das Problem ist, wenn es jetzt die 70er sind, sagt der Kai, die Frage ist falsch beantwortet. Das hat die.
So, Eventplanern die Tickets. Wenn es die 60er sind, dann klage ich das ein, dass du schon wieder den Film wusstest. Genau. Wenn es aber die Eventplaner sind und wir liegen dann, was wäre das denn dann? Die Ticketanzahl für ein Konzert halt zu berechnen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob Malam Party, ob es eine Halle gab, die Malam Party Halle in Singapur oder in Togo oder sonst wo, wo man das zum ersten Mal gemacht hat. Ich bin aber mehr bei Klassifikation, klingt für mich so nach Medizin. Ja. Also du denkst, das ist in der Medizin ein Begriff. Ja, bei C würde ich sagen, müsste es die Malam Party Formel sein. Eher. Okay. Ja? Nehmen wir B. Ja. Wir nehmen B. Gut. Du hast aber auch schon überzeugt, okay gesagt. Ja. Ja, ich. Ja, diesmal nicht. Das ist okay. Die Malam Party Klassifikation geht auf ihren Erfinder Sesha Giri Malam Party zurück. 1985 veröffentlichte der indische Anästhesist die nach ihm benannte Klassifikation, die der Einschätzung des Schwierigkeitsgrades einer Intubation im Rahmen der Narkosevorbereitung dient. Indem der wache Patient seinen Mund öffnet und seine Zunge so weit es geht herausstreckt, wird die maximale Mundöffnung und die Sichtbarkeit des Mundraumes vorab beurteilt. Bei Klasse 1 geht die Medizin von normalen Intubationsbedingungen aus, während ab Klasse 2 von erschwerten Bedingungen ausgegangen wird. Richtige Antwort. Können Sie ruhig mal zu Hause vom Spiegel ausprobieren, was für ein Malam Party-Typ Sie sind. 2000 Euro. Es ist noch nichts entschieden, nur dass ich das. Aber wem sage ich das? Wir nehmen Zahlen, bitte. Jeder volljährige Deutsche erhielt 2021 im Schnitt A. 6,7 Pakete im Monat. B. 52,4 berufliche E-Mails am Tag oder C. 182,6 Kurznachrichten pro Woche auf das Smartphone. Ich habe zuerst dran gedacht an die Spam-Nachrichten, aber das sind ja keine beruflichen Mails. Eben. Deshalb, das wäre schon viel. 182 Kurznachrichten pro Woche. Jetzt ist die Frage. Kurznachricht ist doch auch, wenn einer schreibt, kommst du heute? Ja, das sind doch schon mal zwei. Reicht ein Smiley wahrscheinlich. Oder nicht? Ja. Oder schreibst du ein Smiley zurück? Aber wann? Also heutzutage wird doch mehr geschrieben als telefoniert und das ist total umständlich. Deswegen kann ich, auch wenn das viel klingt, kann ich mir das aber vorstellen, dass das 182 durch 7 am Tag. Ich würde ja ein ganz einfaches Vorgehen vorschlagen. Was sagt denn euer Bauch? Und dann nehmt ihr einfach das andere. Das wären ja so 25, 26 Nachrichten am Tag. Hast du jetzt ausgerechnet bei 10? Ja. Aber das ist ja, also das kriege ich viel mehr. Aber das ist ja der Durchschnitt. Aber ich, also wenn jetzt ich oder Laura zum Beispiel, wir kriegen mit Sicherheit, was kriegen wir am Tag? Ich krieg nicht so viele Nachrichten. Schreibt er nicht zurück? Ja. Wie viele Pakete kriegt ihr denn so in der Woche? Also ich jetzt nicht viele, kaum. Ja, du kriegst ja die Nachrichten. Hm? Ich krieg die Nachrichten. Ihr Paket ist da. Aber ihr seid relativ ja, jung. Ich krieg auf jeden Fall mehr als 182 Nachrichten pro Woche. Also deutlich mehr. Nicht alle von mir. Entscheide du. Mir ist A oder C. Okay, wir nehmen C. Doch wieder dem Bauch gefolgt. Laut einer 2021 durchgeführten Umfrage hat die Pandemie die Alltagsgewohnheiten der Deutschen nachhaltig verändert. Die von einem Paketdienstleister dazu veröffentlichte Studie zeigt, dass sich das Konsumverhalten verstärkt auf den Onlinehandel konzentriert. Besonders der Anteil an bestellten Arznei- und Lebensmitteln sowie Frischwaren und Getränken ist im Vergleich zum Erhebungszeitpunkt 2019 stark gestiegen. Im Schnitt erhielt jeder Deutsche 2021 monatlich 6,7 Pakete. Das ist ein ganzes Paket mehr als 2019. Mann. Es bleibt bei 500 Euro.
Und ihr könnt noch mal 500 dazu packen. Damals habe ich wirklich, also in der Geschichte habe ich nicht aufgepasst. Ja, so gut, dann lass uns damals nehmen. Okay, gut. Logisch. Im Jahr 1903 wurde A, das erste wasserlösliche Shampoo in Deutschland verkauft, B, der erste Hotdog der Welt in Schweden verzehrt oder C, die Trommelwaschmaschine in Irland erfunden. Also C ist raus, da hat man ja noch keine Waschmaschine gehabt. Oder? Man hat doch damals noch ganz klassisch mit der Hand gewaschen und es aufgehängt. Ja, keine Trommelwaschmaschine. Die Frage ist ja, was für eine Trommelwaschmaschine? Die gibt es ja Toploader und vorne Loader. Aber 1903 schon? Davor, würde ich sogar sagen. Echt? Mhm. Okay, dann. Also wäre jetzt erstmal so. Der erste Hotdog der Welt in Schweden verzehrt. Nee. Der kommt doch aus Amerika, oder nicht? Der wird da so genannt, aber vielleicht ist der da erfunden worden. Das Ding ist, bei Hotdog denkt man immer direkt an ein schwedisches Möbelhaus und an Schweden und dann... Sehr gut. Ja. Das ist ein Grund, das nicht zu nehmen, richtig? Ja. 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 Sehr gut. Super. Dann das erste wasserlösliche Shampoo in Deutschland verkauft. Was war denn das vorher? Ja, das ist die Frage. Das jetzt ist so festes Shampoo ja wieder total im Trend. Also 1903 ist natürlich so eine Zeit, wo viel erfunden wurde, technologischer Fortschritt, Chemie. Und Deutschland war da sehr führend. Okay, du sagst, das erste wasserlösliche Shampoo in Deutschland wurde 1903 verkauft. Okay, das glaube ich dir. Ah, geht ja um Shampoo. Gut. Sheikh Din Mohammed eröffnete Anfang des 19. Jahrhunderts im englischen Brighton ein Dampfbad und bot Shampoo als Pflege- und Kopfmassagebehandlung an. In Deutschland blieb dies noch ein Fremdwort. Erst 1903 kam das erste wasserlösliche Shampoo auf den deutschen Markt, das in Pulverform und kleinen Tütchen verkauft wurde. Das Produkt wurde schnell beliebt, denn bisher hatte man sich hierzulande die Haare mit groben Seifen und Laugen gewaschen. Wer es sich leisten konnte, griff zu teuren Ölen oder wusch sich die Haare mit Lebensmitteln wie Milch oder Bier. Richtige Antwort. Als der Engländer kam. Genau. Champi ist eine indische Kopfmassage. Ach. Ja, daher kommt der Begriff auch. Ja. 2500 Euro. Letzte Frage an Jonas Hofmann und Elton aus der Kategorie Essig und Öl. Wird auf der Vorderseite einer Olivenölflasche nur der Produktname Olivenöl angegeben? A. Kann bis zu 15% Sonnenblumenöl enthalten sein? B. Besteht es meist aus raffiniertem und kaltgepresstem Öl? Oder C. Wurde das Öl aus Restbeständen abgefüllt? Warum sollte das Sonnenblumenöl draufstehen, wenn es Olivenöl ist? Ja, es gibt so eine Grenze, manchmal so eine Grenzwerte auch bei Schokolade oder sowas. Wenn da steht Schokolade, dann kann da so und so viel auch Anteil an was weiß ich was drin sein. Und vielleicht ist nur bei Olivenöl kann das sein, dass da dann auch Sonnenblumenöl mit reingemischt werden darf. Halte ich aber auch für komisch. Ich dachte mal, kaltgepresst ist das gute Olivenöl. Wohin zieht's euch? Ja, nach Hause. Ich bin bei B. Ich finde C aus Restbeständen, das kann auch Superöl, wenn das aus einer Superölmühle kommt, dann können ja auch die Restbestände noch gut sein. Das heißt ja nicht, dass es auf dem Boden ist, aufgewischt wird und dann abgefüllt. Und 15% Sonnenblumenöl, hat ja auch was mit Hitze irgendwie zu tun. Deswegen bin ich jetzt bei B. Aber wie gesagt, es ist. Nehmen wir B. Machen wir einen Deckel drauf. Nehmen wir B. Während raffiniertes Olivenöl durch den Einsatz von Hitze und Chemikalien gewonnen wird, wird das hochwertigere native Olivenöl durch mechanische Verfahren kalt extrahiert. Bei einer Mischung beider Öle muss zwar laut EU-Verordnung die Bezeichnung Olivenöl bestehend aus raffinierten Olivenölen und nativen Olivenölen auf dem Produkt zu finden, aber nicht Teil des Produktnamens sein. Steht auf der Vorderseite der Flasche nur der Produktname Olivenöl, handelt es sich in der Regel um raffiniertes Olivenöl, welches für einen besseren Geschmack, Aroma und Farbe mit 10 bis 15% nativem Olivenöl angereichert wurde.
Jawohl. Und nochmal 500 Euro obendrauf. Wir haben folgenden Zwischenstand. Laura Winter und Bernhard haben 2.500 Euro erspielt. Jonas Hofmann und Elton haben 1.000 Euro auf dem Konto. Und die Entscheidung fällt auch heute erst wieder im Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Städte. Ach, dann ist ewig da gewesen. Mal sehen, ob sie sich was trauen da drüben. Ja, doch, Bernhard. Ja, ja Bernhard ist... ich bin mutig. Dann kommen wir zur heutigen Masterfrage. Der Name welcher Stadt bedeutet übersetzt so viel wie weiße Stadt? A. Sofia, B. Belgrad oder C. Kopenhagen? Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! Beide Teams haben ihre Antwort eingeloggt, haben Geld gesetzt. Wir sind gleich zurück mit der Entscheidung. Bleiben Sie bei uns. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Sky-Moderatorin Laura Winter ist bei uns im Team mit Bernhard. 2.500 Euro haben die beiden erspielt. Und gegenüber ihr Freund, Profifußballer, Nationalspieler Jonas Hofmann. Im Team mit Elfen, 1.000 Euro sind es geworden. Ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Der Name welcher Stadt bedeutet übersetzt so viel wie weiße Stadt? A. Sofia, B. Belgrad oder C. Kopenhagen? Wie viel Geld haben die beiden Teams gesetzt? Laura und Bernhard haben gesetzt 500 Euro. Jonas und Elton haben gesetzt alles 1.000 Euro. Auf welche Antworten wurde getippt? Team Bernhard tippt auf. Antwort A. Team Elton tippt auf. Antwort C. Also Belgrad, klar, Hauptstadt der Republik Serbien. Sofia kommt aus dem Altgriechischen. Und Kopenhagen, auch so viel wie Kaufmannshafen. Ah, okay. Hat sich das Hafen der Kaufleute. Ja, kommt so aus dem mitteldänischen Hopmann de Havelhaun. Belgrad, serbisch Beograd. Und das wird übersetzt als weiße Stadt. Antwort B ist richtig. Aber das heißt, bei euch bleiben ja 2.000 Euro übrig. Und damit gewinnen Laura und Bernhard diese Sendung. 2.000 Euro heißt für jeden von euch 32,79 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch auch den drei App-Gewinnern, auch jeweils 32,79 Euro. Und Laura, puh, da wird er sich jetzt lange was anhören können, ne? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja. Nee, ihr habt euch ja gut geschlagen, habt nach euer Bauchgefühl gehört. Das ist provokant. Aber er weiß ja vielleicht auch, wie er dich milde stimmen kann. Ja. Ja, auf jeden Fall. Alles vielen gut. Dank auf jeden Fall. Großen Spaß gemacht. Danke, Laura. Jonas Hofmann, vielen Dank. Danke, Bernhard und Elton. Nächste Woche ist ja Mannschaftskollege Matthias Ginter mit seiner Frau zu Gast. Also,